Charles Dickens, Der Weihnachtsabend. Eine Geistergeschichte. Erstes Kapitel: Marleys Geist. Marley war tot. Damit wollen wir beginnen. Darüber gibt es nicht den mindesten Zweifel. Sein Totenschein war unterschrieben von dem Geistlichen, dem Notar, dem Leichenwärter und dem Hauptleidtragenden. Scrooge unterzeichnete ihn. Und Scrooges Name hat unbedingte Geltung auf der Börse für jede Angelegenheit, an der er beteiligt war. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Pass auf, ich möchte damit nicht behaupten, dass für mein Wissen ein Türnagel etwas besonders Totes an sich hätte. Was mich betrifft, ich möchte einen Sargnagel als das toteste Stück Eisen im Handel betrachten. Aber die Weisheit unserer Vorfahren ruht in dem Gleichnis. Und meine unberufenen Hände sollen es nicht zerstören. Sonst ist es um das Vaterland geschehen. Man wird mir deshalb gestatten, es nachdrücklich zu wiederholen, dass Marley so tot war wie ein Türnagel. Wusste Scrooge, dass er tot war? Selbstredend wusste er es. Wie wäre es anders möglich gewesen? Scrooge und er waren ja, wer weiß wie lange, Kompagnons gewesen. Scrooge war sein einziger Testamentvollstrecker, sein einziger Sachverwalter, sein einziger Erbe und sein einziger trauernder Hinterbliebener. Und nicht einmal Scrooge war von dem betrüblichen Ereignis genug mitgenommen, dass er sich nicht auch an dem Begräbnistag als ein hervorragender Geschäftsmann erwiesen und diesen durch einen erfolgreichen Handel festlich begangen hätte. Der Hinweis auf Marleys Begräbnistag führt mich in meiner Erzählung wieder zu dem Punkt zurück, von dem ich ausgegangen bin. Es ist ganz sicher, dass Marley tot war. Das muss klar erkannt sein, sonst ist an der Geschichte nichts Wunderbares, die ich erzählen will. Falls wir nämlich nicht ganz und gar überzeugt wären, dass Hamlets Vater tot ist, ehe das Stück anfängt, würde sein nächtlicher Spaziergang im heftigen Ostwind auf der Terrasse seines Schlosses gar nichts Merkwürdiges an sich haben. Nichts Merkwürdigeres, als wenn irgendein anderer Herr in besten Jahren sich nach Sonnenuntergang noch rasch zu einem Spaziergang in einer windigen Gegend, etwa auf dem St. Paulsfriedhof, entscheidet, nur um seinen trägen Sohn aus seinem Stumpfsinn aufzujagen. Scrooge ließ Marleys Namen nicht übermalen. Noch nach Jahren stand über der Tür des Warenmagazins Scrooge und Marley. Die Firma war unter dem Namen Scrooge und Marley bekannt. Zuweilen nannten Leute, die Scrooge nicht kannten, ihn Scrooge und zuweilen Marley. Er hörte auf beide Namen, denn es war ihm ganz gleich. Oh, er verstand sich auf Menschenschinderei, dieser Scrooge. Ein erpresserischer, ausbeutender, zusammengrapschender, geiziger alter Sünder. Hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl einen wärmenden Funken geschlagen hat. Verschlossen und selbstsüchtig und nur für sich bedacht wie eine Auster. Seine innere Kälte machte seine alten Züge erstarren. Seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht voller Runzeln, seinen Gang steif, seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau und sie klangen aus seiner knarrenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag über seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf seinem stoppeligen Kinn. Er verbreitete seine eigene niedrige Temperatur immer um sich her. In den Hundstagen kühlte er sein Kontor wie mit Eis, zur Weihnachtszeit taute er es nicht um einen Grad auf. Äußere Hitze und Kälte hatten geringen Einfluss auf Scrooge. Keine Wärme konnte ihn erwärmen, keine Kälte ihn frieren machen. Kein Wind war schneidender als er, kein fallender Schnee erbarmungsloser, kein peitschender Regen unerbittlicher. Schlechtes Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der ärgste Regen, Schnee oder Hagel konnten sich nur in einer Hinsicht rühmen, ihm überlegen zu sein. Sie spendeten ihre Gaben oft im Überfluss. Und das tat Scrooge nie. Hielt ihn jemals ein Bekannter auf der Straße an, um ihn freundlich zu sagen, »Mein lieber Scrooge, wie steht's? Wann werden Sie mich einmal besuchen?« Kein Bettler sprach ihn um eine Kleinigkeit an, kein Kind fragte ihn, wie viel Uhr es sei, kein Mann und kein Weib hat ihn je nach dem Weg gefragt. Selbst die Hunde der Blinden schienen ihn zu kennen. Wenn sie ihn kommen sahen, zupften sie ihre Herren, dass sie in ein Haus treten, und wedelten dann mit dem Schwanze, als wollen sie sagen,
Kein Auge ist immer noch besser als ein böses Auge, blinder Herr. Doch was ging Scrooge das an? Gerade das gefiel ihm. Allein seinen Weg durch das Gedränge des Lebens zu gehen, jedes menschliche Gefühl in gehörige Entfernung zurückzuweisen, das war es, was Scrooge behagte. Einmal, es war am besten aller Tage im Jahr, es war der Christabend, saß der alte Scrooge in seinem Kontor. Draußen war es schneidend kalt und dunstig, und er konnte hören, wie die Leute im Hof draußen prustend auf- und niedergingen, die Hände zusammenschlugen und mit den Füßen stampften, um sich zu erwärmen. Es hatte eben erst 3 geschlagen, war aber schon ganz dunkel. Den ganzen Tag über war es nicht hell geworden, und in den Fenstern der benachbarten Kontore erblickte man Lichter wie rote Flecken in der dicken braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Ritze und durch jedes Schlüsselloch und war so dick, dass die gegenüberstehenden Häuser des sehr kleinen Hofes ganz geisterhaft aussahen. Wenn man die trübe, dicke Wolke alles verfinsternd herabsinken sah, hätte man glauben können, die Natur wohne dicht nebenan und habe dort eine Großbrauerei eingerichtet. Die Tür von Scrooges Konto stand offen, damit er seinen Kommis beaufsichtigen könne, der in einem erbärmlichen kleinen Raume eine Art Verlies Briefe kopierte. Scrooge hatte nur ein sehr kleines Feuer, aber des Clerks Feuer war noch so viel kleiner, dass es wie eine einzige Kohle aussah. Er konnte aber nicht nachlegen, denn Scrooge hatte den Kohlenkasten in seinem Zimmer. Und jedes Mal, wenn der Diener mit der Kohlenschaufel in der Hand hereinkam, meinte der Herr, es würde wohl nötig sein, ihr Verhältnis zu lösen. Darauf band sich der Clerk seinen weißen Schal um und versuchte sich an der Kerze zu wärmen, was, da er ein Mann von nicht so starker Fantasie war, immer fehlschlug. »Fröhliche Weihnachten, Onkel! Gott erhalte Sie!« Es war die Stimme von Scrooges Neffen, der ihm so schnell auf den Hals rückte, dass er sich erst durch diesen Gruß bemerkbar machte. »Quatsch! Dummes Zeug!« Der Neffe war vom Rennen so warm geworden, dass er ganz glühend war. Sein Gesicht war rot und sah hübsch aus, seine Augen glänzten und sein Atem dampfte. »Weihnachten, dummes Zeug, Onkel? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!« »Ob es ist!« »Fröhliche Weihnachten! Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für ein Grund, fröhlich zu sein? Du bist arm genug!« »Nun, was für ein Recht haben Sie, griesgrämig zu sein? Sie sind reich genug.« Scrooge, der im Augenblick keine bessere Antwort bereit hatte, sagte noch einmal. »Quatsch!« Und er brummte ein »Dummes Zeug!« hinterher. »Seien Sie nicht ärgerlich, Onkel.« »Na, was kann ich denn anders sein, wenn ich in einer Narrenwelt wie dieser lebe? Fröhliche Weihnachten!« Zum Kuckuck mit den fröhlichen Weihnachten! Was ist Weihnachten für dich anders als ein Tag, wo du Rechnungen bezahlen müsstest, ohne Geld zu haben? Ein Tag, wo du dich um ein Jahr älter und nicht um eine Stunde reicher findest? Ein Tag, wo du die Bilanz deiner Bücher siehst und bei jedem Posten ein Defizit 12 volle Monate hindurch entdeckst? Wenn es nach mir ginge, dann müsste jeder Narr, der mit seinem fröhlichen Weihnachten herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Pfahl von Stecheiche im Herzen begraben werden. Das wäre das Richtige. Onkel! Neffe! Feiere du Weihnachten nach deinem Geschmack und lass es mich nach meinem feiern. Feiern? Aber sie feiern es nicht. Lass mich zufrieden. Mag es dir recht viel einbringen. Es hat dir ja schon viel eingebracht. Es gibt viele Dinge, die mir Gutes hätten bringen können und ich nicht genutzt habe, das weiß ich. Und dieses Weihnachten ist eins von diesen. Aber das weiß ich bestimmt, dass ich Weihnachten, wenn es gekommen ist, abgesehen von der Verehrung, die wir seinem heiligen Namen und Ursprung schuldig sind, immer als eine gute Zeit angeschaut habe, als eine Liebezeit, als die Zeit der Verehrung und des Erbarmens, als die einzige Zeit, die ich im langen Kalender ja kenne, wo die Menschen einträchtig ihre verschlossenen Herzen auftun und die anderen Menschen betrachten, als wenn sie wirklich Reisegenossen nach dem Grabe wären und nicht eine ganz andere Art von Lebewesen, die für einen ganz anderen Weg vorgesehen sind. Und darum, Onkel, ob diese Tage mir gleich niemals ein Stück Gold oder Silber in die Tasche gebracht haben, glaube ich doch, sie haben mir Gutes getan. Und sie werden mir Gutes tun. Und ich sage, Gott segne dieses schöne Fest. Der Diener in dem Verlies draußen klatschte unwirklich Beifall. Jedoch einen Augenblick später empfand er das unschicklich seines Betragens, machte sich an die Kohlen zu schaffen und verlöschte den letzten kleinen Funken gänzlich. Wenn Sie mich noch einen einzigen Laut hören lassen, so feiern Sie Ihre Weihnachten durch Ihre Entlassung! Du bist ein ganz gewaltiger Redner.
Es wundert mich nur, dass du nicht ins Parlament kommst. Seien Sie nicht böse, Onkel. Essen Sie morgen bei uns. Scrooge sagte, er wolle ihn verdammt sehen. Ja, wirklich, das sagte er. Er sagte es ganz ausdrücklich und dass er dann erst ihn besuchen wolle. Ja, wahrhaftig, er sprach sich ganz deutlich aus. Aber warum? Warum? Warum hast du dich verheiratet? Weil mich die Liebe ergriff. Weil ihn die Liebe ergriff. Brummte Scrooge, als ob es das einzige Ding in der Welt wäre, das ihm noch lächerlicher vorkäme als eine fröhliche Weihnacht. Guten Abend. Aber Onkel, Sie haben mich ja auch vorher einmal besucht. Warum geben Sie es jetzt als Grund an, weshalb Sie mich jetzt nicht besuchen? Guten Abend. Ich brauche ja nichts von Ihnen. Ich begehre nichts von Ihnen. Warum können wir dann nicht gute Freunde sein? Guten Abend. Ich bedauere wirklich von Herzen, Sie so verhärtet zu finden. Wir haben nie einen Zank miteinander gehabt, an dem ich schuld gewesen wäre. Ich habe es diesmal versucht, Weihnachten zu ehren und ich will meine Weihnachtsstimmung bis zuletzt bewahren. Also, fröhliche Weihnachten, Onkel. Guten Abend. Und ein glückliches Neujahr. Guten Abend. Trotzdem verließ der Neffe das Zimmer ohne ein böses Wort. An der Haustür blieb er noch stehen, um mit dem Glückwunsch des Tages den Clerk zu grüßen, der, so sehr ihn fror, doch noch wärmer als Scrooge war. Denn er gab den Gruß freundlich zurück. Ja, das ist auch so ein Narr. Man klirkt mit 15 Schilling die Woche und Frau und Kindern und spricht von fröhlichen Weihnachten. Ich könnte mich ins Narrenhaus zurückziehen. Der Diener hatte, während er den Neffen hinausließ, zwei andere Personen eingelassen. Es waren zwei behäbige Herren, stattlichen Formats, die jetzt, den Hut in der Hand, in Scrooges Konto standen. Sie hielten Bücher und Papiere in der Hand und verneigten sich. Scotch und Marley, wenn ich mich nicht irre, sagte einer der Herren und blickte auf seine Liste. Habe ich die Ehre, mit Mr. Scotch oder mit Mr. Marley zu sprechen? Mr. Harley ist seit 7 Jahren tot. Er starb heute, vor 7 Jahren. Wir zweifeln nicht, dass die Gesinnung seiner Freigebigkeit auch bei seinem Kompagnon vorhanden sein wird, sagte der Herr, indem er seine Vollmacht hinreichte. Er hatte auch ganz recht, denn es waren zwei verwandte Seelen gewesen. Bei dem bedeutungsvollen Wort Freigebigkeit erschauerte Scrooge und gab kopfschüttelnd das Papier zurück. In dieser feierlichen Jahreszeit ist es mehr als gewöhnlich wünschenswert, einigermaßen wenigstens für die Armut zu sorgen, die gerade jetzt in großer Bedrängnis ist. Viele Tausende haben nicht das Lebensnotwendige, 100.000 fehlen die notdürftigsten Bequemlichkeiten des Lebens. Gibt es denn keine Gefängnisse? Allerdings, freilich. Und die armen Arbeitshäuser? Bestehen sie da nicht mehr? Freilich, wünschte ich sie, bestünden überhaupt nicht. Tretmühle und Armengesetz sind also noch in voller Kraft? Beide haben alle Hände voll zu tun. So! Nach dem, was Sie zuerst sagten, fürchtete ich, Ihr nützliches Bestreben sei gefährdet. Ich freue mich, das zu hören. In der Meinung, dass Sie doch wohl kaum christlichen Frohsinn und Behagen den Armen für Leib und Seele bereiten, haben sich einige von uns zwecks einer Versammlung zusammengefunden, um für die Armen Speise und Trank auf Feuerung anzuschaffen. Wir wählen diese Zeit, weil sie vor allen anderen eine Zeit ist, wo der Mangel am bittersten gefühlt wird und der Reichtum in Freuden schwimmt. Wie viel darf ich denn für Sie zeichnen? Nichts! Sie wünschen also, ungenannt zu bleiben? Ich wünsche, dass man mich in Ruhe lasse! Da Sie mich nach meinem Wunsche fragen, meine Herren, so ist dies meine Antwort. Ich gönne mir auch zu Weihnachten keine Freude und kann nicht dem faulen Volk lustige Tage machen. Ich zahle meinen Beitrag zu den genannten Anstalten. Sie kosten genug. Und wem es schlecht geht, der mag sich dorthin begeben. Viele können nicht hingehen und viele würden eher lieber sterben. Wenn sie eher lieber sterben würden, so wäre es gut, wenn sie das ausführten und die überflüssige Bevölkerung verminderten. Übrigens, Sie werden mich entschuldigen, verstehe ich nichts davon. Aber Sie könnten es verstehen. Es geht mich nichts an. Es genügt, wenn ein Mann sein eigenes Geschäft begreift und sich nicht in das anderer Leute mischt. Das meinige nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Guten Abend, meine Herren! Da sie einsahen, dass weitere Versuche vergeblich sein würden, zogen sich die Herren zurück. Scrooge machte sich wieder, mit noch besserer Meinung von sich selbst und in einer angenehmeren Laune als gewöhnlich, an die Arbeit. Währenddem hatten Nebel und Dunkelheit so zugenommen,
dass Leute mit brennenden Fackeln herumliefen, um den Wagen voranzuleuchten. Der Kirchturm, dessen brummende Glocke aus einem alten gotischen Fenster in der Mauer gab, pfiffig auf Scrooge herniederblickte, wurde unsichtbar und schlug die Stunden und Viertel in den Wolken mit einem zitternden Nachklingen, als ob ihr in ihrem erfrorenen Haupte droben die Zähne klapperten. Die Kälte wurde immer schneidender. In der Hauptstraße an der Ecke des Hofes wurden Gasröhren ausgebessert und die Arbeiter hatten in einer Kohlenpfanne ein großes Feuer angezündet, um das sich einige zerlumpte Männer und Knaben drängten, die sich die Hände wärmten und mit den Augen von der behaglichen Flamme blinzelten. Aus den Wasserpumpen, die eben verlassen waren, floss noch etwas Wasser nach, aber bald war es so menschenfeindlich im Eis erstarrt. Der Schimmer der Läden, in denen Stechpalmenzweige und Beeren in der Lampenwärme der Fenster farbenfreudig leuchteten, überzog die bleichen Gesichter der Vorübergehenden. Die Läden der Geflügel- und Materialwarenhändler wurden eine glänzende Quelle der Freude, mit der es fast unmöglich schien, den Gedanken von einer so ernsten Sache wie Kauf und Verkauf zu verbinden. Der Oberbürgermeister gab im Festsaal des Menschenhaus seinen 50 Köchen und Kellermeistern Befehl, Weihnachten zu feiern, wie es eines Oberbürgermeisters würdig ist. Und selbst der arme Flickschneider, den er am Montag vorher wegen Trunkenheit und öffentlich ausgesprochener blutdürstiger Gesinnung mit 5 Schilling bestraft hatte, rührte den Weihnachtspudding in seinem Dachkämmerchen an, während seine abgehärmte Frau mit dem Säugling auf dem Arm ausging, um den Rinderbraten zu kaufen. Immer nebliger und kälter wurde es, durchdringend, beißend, schneidend kalt. Wenn der gute heilige Dunst in des Teufels Nase nur mit einem Hauche von diesem Wetter gefasst hätte, anstatt seine sonst übliche Waffe zu brauchen, dann würde er es recht gebrüllt haben. Der Inhaber einer kleinen jungen Stupsnase, benagt und angeknabbert von der hungrigen Kälte, wie Knochen von Hunden benagt werden, legte sich vor Scrooge Schlüsselloch, um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Gott grüß euch, froher Gentleman, mögt nichts euch ärgern heut. Aber beim ersten Tone des Liedes ergriff Scrooge das Lineal mit solcher Kraft, dass der Sänger voll Schrecken entfloh und das Schlüsselloch dem Nebel und der noch eindringlicheren Kälte überließ. Endlich kam die Stunde des Geschäftsschlusses. Mürrisch stieg Scrooge von seinem Sessel und gab dem harrenden Clerk und dem Verlies stillschweigend die Erlaubnis zu gehen, worauf dieser sogleich das Licht auslöschte und den Hut aufsetzte. »Sie wollen, wie ich vermute, den ganzen Tag morgen haben?« »Wenn Sie nichts dagegen haben, Sir.« »Es passt mir nicht. Und es ist nicht schicklich. Wenn ich Ihnen eine halbe Krone dafür abrechnete, würden Sie denken, es widerfahre Ihnen Unrecht, nicht?« Der Diener lächelte verzagt. »Und doch!« Denken Sie nicht daran, dass mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tag Lohn für einen Tag ohne Arbeit bezahle? Der Diener bemerkte, dass es nur einmal im Jahr vorkäme. Eine armselige Entschuldigung, um an jedem 25. Dezember einen den Geldbeutel zu bestehlen. Aber ich vermute, Sie müssen durchaus den ganzen Tag frei haben. Seien Sie dafür übermorgen umso früher hier. Der Diener versprach, dass er kommen wolle, und Scrooge ging knurrend fort. Das Konto war im Augenblick geschlossen. Der Clerk, dem die langen Enden seines weißen Schals über die Brust herabhingen, denn er konnte sich keines Mantels rühmen, schlitterten zu Ehren des Festes als der Letzte hinter einer Reihe von Knaben, die beim Eisvergnügen war, Cornhill hinunter und lief dann so schnell wie möglich in seine Wohnung in Camden Town, um dort blinde Kuh zu spielen. Scrooge nahm sein melancholisches Mahl in seinem gewöhnlichen melancholischen Gasthause ein, und nachdem er alle Zeitungen gelesen und sich den Rest des Abends mit seinem Abrechnungsjournal vertrieben hatte, ging er nach Hause, um zu Bett zu gehen. Er wohnte in den Zimmern, die seinem verstorbenen Kompagnon gehört hatten. Es war eine trübe Reihe von Zimmern in einem düsteren, finsteren Gebäude eines Hinterhofes, wo dieses so wenig an seinem Platz stand, dass man fast hätte glauben können, es habe sich dorthin verlaufen und sich nicht wieder herausfinden können, als es noch ein junges Haus war und mit anderen Häusern Verstecken spielte. Es war jetzt alt und trist genug, denn niemand wohnte dort außer Scrooge, da die anderen Räume alle als Geschäftsräume vermietet waren. Der Hof war so dunkel, dass selbst Scrooge, der jeden Stein darin kannte, seinen Weg mit den Händen ertasten musste. Der Nebel und der Frost hingen so dick und schwer über dem schwarzen, alten Torweg des Hauses, als ob der Dämon dieses Wetters in bekümmerten Grübeln auf der Schwelle säße.
Nun ist es eine Tatsache, dass an dem Türklopfer ganz und gar nichts Besonderes war, abgesehen von seiner Größe. Auch ist es Tatsache, dass Scrooge ihn abends und morgens, seitdem er das Haus bewohnte, gesehen hatte. Dass Scrooge von dem, was man mit Fantasie bezeichnet, so wenig besaß, wie sonst jemand in der City von London eingerechnet, wenn es erlaubt ist, das zu sagen, den Stadtrat, die Eldermen und die Zünfte. Man muss auch darauf hinweisen, dass Scrooge, außer heute Nachmittag, mit keinem Wörtchen an seinem seit 7 Jahren verstorbenen Kompagnon gedacht hatte. Und nun möge mir jemand, wenn er kann, erklären, warum Scrooge, als er seinen Schlüssel in das Türschloss steckte, in dem Klopfer, ohne dass sich dieser verändert hatte, keinen Türklopfer, sondern Marleys Gesicht erblickte. Ja, Marleys Gesicht. Es war nicht in so undurchdringlichen Dunkel gehüllt, wie es die anderen Gegenstände im Hofe, sondern von einem unheimlichen Leuchten umgeben, wie ein verfaulter Hummer in einem dunklen Keller. Das Gesicht war nicht böse oder zürnend, sondern sah Scrooge an, wie ihn Marley gewöhnlich angesehen hatte. Die gespenstische Brille auf die gespenstische Stirn hinaufgedrückt. Das Haar starrte seltsam in die Höhe, wie von Wind oder heißer Luft gehoben. Und obgleich die Augen weit offen standen, waren sie doch ohne alles Leben. Dies und die leichenhafte Farbe machten das Gesicht schrecklich. Aber seine Schrecklichkeit schien mehr in etwas anderem zu liegen und außerhalb seiner Macht als ein Teil seines Ausdrucks. Als Scrooge fest auf die Erscheinung blickte, war es wieder ein Türklopfer. Zu sagen, er wäre nicht erschrocken oder sein Blut hätte nicht ein Gruseln empfunden, das ihm seit seiner Kindheit unbekannt geblieben war, wäre eine Unwahrheit. Aber er nahm sich mit Gewalt zusammen, legte die Hand wieder an den Schlüssel, drehte ihn um, trat ein und zündete seine Kerze an. Allerdings zögerte er einen Augenblick, ehe er die Tür schloss und starrte erst vorsichtig dahinter, als fürchte er wirklich, durch den Anblick von Marleys Kopf erschreckt zu werden. Aber hinter der Tür war nichts, als die Schrauben, die den Klopfer festhielten. Und so sagte Scrooge: Ach was! Und warf sie zu. Der Knall erscholl durch das Haus wie ein Donner. Und jedes Fass in des Weinhändlers Keller drunten schien mit seinem besonderen Echo zu antworten. Scrooge war nicht der Mann, der sich durch Echos in Boxhorn jagen ließ. Er schloss die Tür zu, ging über den Hausflur und die Treppe hinauf, und zwar langsam, das Licht aufputzend, während er hinaufstieg. Man kann ungefähr veranschlagen, dass sich eine 6-spännige Equipage über eine Treppe aus der guten alten Zeit oder auch durch ein schlechtes neues Reichsgesetz kutschieren ließ. Und ich möchte behaupten, man hätte über die Treppe bei Scrooge einen Totenwagen hinauftransportieren können. Und zwar selbst der Breite nach, mit dem Deichsel gegen die Wand und mit der Totenwagentür gegen das Geländer. Und das wäre leicht getan gewesen, denn wäre Raum über genug vorhanden gewesen. Und das war vielleicht der Grund, warum Scrooge erwähnte, er sehe vor sich geradezu einen Totenwagenlokomotive im Dunkeln sich hinaufbewegen. Ein halbes Dutzend Gaslampen von der Straße aus hätten den Eingang sonderlich hell gemacht, und so kann man sich denken, dass es bei Scrooges Funzel ziemlich dunkel blieb. Scrooge aber ging hinauf und scherte sich kein Pfifferling darum. Dunkelheit ist billig, und das hatte Scrooge gern. Aber ehe er seine schwere Tür zumachte, ging er doch durch die Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Er erinnerte sich des Gesichtes noch zu nachdrücklich, als dass er nicht dieses Bedürfnis gehabt hätte. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Rumpelkammer, alles war, wie es sein sollte. Niemand unter dem Tisch, niemand unter dem Sofa. Ein kleines Feuer auf dem Rost, Löffel und Teller bereit und das kleine Töpfchen Suppe, Scrooge war erkältet, an dem Feuer. Niemand unter dem Bett, niemand in den Alkoven, niemand in seinem Schlafrock, der in ganz verdächtiger Art an der Wand hing. Die Rumpelkammer wie gewöhnlich. Ein alter Kaminschirm, alte Schuhe, 2 Fischkörbe, ein 3-beiniger Waschtisch und ein Feuerhaken. Vollkommen zufrieden machte er die Tür zu, schloss sich ein und riegelte noch zu, was sonst seine Gewohnheit nicht war. So gegen Überraschung gesichert, legte er seine Halsbinde ab, zog seinen Schlafrock und die Pantoffel an, setzte die Nachtmütze auf und setzte sich vor das Feuer, um seine Suppe zu löffeln. Es war wirklich ein sehr kleines Feuer, so gut wie gar keins in einer so bitterkalten Nacht.
Er musste sich dicht dran setzen und sich darüber beugen, um das geringste Wärmegefühl von einer solchen Handvoll Kohlen zu genießen. Der Kamin war vor vielen Jahren von einem holländischen Kaufmann errichtet worden und ringsum mit seltsamen holländischen Fliesen belegt, die bestimmt waren, die Heilige Schrift zu illustrieren. Da sah man Kain und Abel, Pharaos Töchter, Königin von Saba, Engel durch die Luft auf den Wolken gleich Federbetten herabschwebend, Abraham, Belsasar, Apostel in See gehend auf Markschiffen, hunderte von Figuren seine Gedanken zu beschäftigen. Und doch kam das Gesicht Marleys wie der Stab des alten Propheten und verschlang alles andere. Wenn jede glänzende Fliese blank und vermögend gewesen wäre, aus den zerstreuten Fragmenten von Scrooge Gedanken ein Bild auf seiner Fläche zu zaubern, auf jedem wäre ein Abbild von des alten Marleys Gesicht erschienen. Dummes Zeug, sagte Scrooge und schritt im Zimmer auf und ab. Nachdem er einige Male hin und her gegangen war, setzte er sich wieder nieder. Als er den Kopf in den Stuhl zurücklegte, blieb sein Blick wie von ungefähr an der Glocke hängen, an einer alten, nicht mehr gebrauchten Glocke, die zu einem jetzt vergessenen Zweck mit einem Zimmer in dem obersten Stockwerk in Verbindung stand. Es befiel ihn großes Erstaunen und ein seltsamer, unerklärlicher Schauer, als die Glocke anhub, sich zu bewegen. Erst bewegte sie sich so sachte, dass sie kaum einen Ton von sich gab, aber bald läutete sie laut und mit ihr alle Glocken des Hauses. Dies mochte eine halbe Minute oder eine Minute gedauert haben, aber es schien eine Stunde zu sein. Die Glocken hörten gleichzeitig auf, wie sie gleichzeitig angefangen hatten. Darauf vernahm man ein klirrendes Geräusch tief unten, als ob jemand eine schwere Kette über die Fässer in des Weinhändlers Keller zerrte. Jetzt erinnerte sich Scrooge, gehört zu haben, dass Gespenster Ketten schleppen sollten. Die Kellertür flog mit einem dumpf dröhnenden Krachen auf und dann hörte er das Klirren viel lauter auf dem Hausflur unten, dann, wie es die Treppe heraufkam und dann, wie es gerade auf seine Tür zukam. Es ist dummes Zeug. Ich glaube nicht daran. Marleys Geist erschien Scrooge. Aber er wechselte die Farbe, als es, ohne zu verweilen, durch die schwere Tür in des Zimmers kam. Als es hereintrat, flammte das sterbende Feuer auf, als ob es riefe, ich kenne ihn, Marleys Geist, und fiel wieder zusammen. Dasselbe Gesicht, ganz dasselbe. Marley mit seiner Zopfperücke, seiner gewöhnlichen Weste, den engen Beinkleidern und hohen Stiefeln, deren Quasten sträubten sich wie ein Zopf und seinen Rockschöße und das Haar auf seinem Kopf. Die Kette, die er hinter sich herschleppte, war mitten um seinen Körper geschlungen. Sie war lang und wand sich wie ein Schweif und war, denn Scrooge betrachtete sie sehr genau, aus Geldkassetten, Schlüsseln, Schlössern, Hauptbüchern, Verträgen und schweren Börsen aus Stahl zusammengesetzt. Sein Leib war durchsichtig, sodass Scrooge durch die Weste hindurch die zwei Köpfe rückwärts auf seinem Rock sehen konnte. Scrooge hatte oft behaupten gehört, Marley habe kein Herz im Leibe, aber er hatte es bis jetzt nicht geglaubt. Nein, er glaubte es auch jetzt nicht einmal, obwohl er das Gespenst durch und durch vor sich stehen sah, obwohl er den erfrierenden, manchen Schauer seiner todkalten Augen fühlte und selbst den Stoff des Tuches erkannte, das um seinen Kopf und sein Kinn gebunden war und das er früher nicht bemerkt hatte, war er doch noch ungläubig und verwahrte sich gegen die Eindrücke seiner Sinne. Nun, was wollt ihr? Wer seid ihr? Fragt mich, wer ich war. Nun, wer waret ihr denn? Ihr seid ein besonderes Exemplar für ein Gespenst. Als ich lebte, war ich eure Kompagnon, Jacob Marley. Könnt ihr auch sitzen? Ich kann es. Dann bitte. Scrooge stellte die Frage, weil er nicht wusste, ob ein so durchsichtiges Gespenst sich werde setzen können und fühlte, dass er ihn recht unangenehm hätte zur Rede stellen können, wenn jener dies nicht gekonnt hätte. Ihr glaubt nicht an mich? Nein. Welchen Beweis wollt ihr außerdem euren Sinne von meiner Wirklichkeit haben? Ich weiß nicht. Warum glaubt ihr euren Sinnen nicht? Weil eine Geringfügigkeit sie stört. Eine kleine Störung im Magen macht sie zu Lügnern. Ihr könnt ein unverdautes Stück Rindfleisch,
ein Senfklecks, eine Käserinde, ein Stückchen schlechter Kartoffel sein. Wer ihr auch sein mögt, ihr seid mehr unter Leib als unter Welt. Es war nicht eben Scrooges Art, Witze zu machen, auch fühlte er jetzt keine besondere Lust dazu. Die Wahrheit war, dass er sich bestrebte, aufgeräumt zu sein, überlegen zu erscheinen, um seine Aufmerksamkeit auf das Gespenst zu verjagen und um sein Entsetzen niederzuhalten. Denn die Stimme des Geistes machte selbst das Mark in seinen Gebeinen erzittern. Nur einen Augenblick schweigend diesen starren, erfrorenen Augen gegenüber zu sitzen, würde ihn wahnsinnig machen, das empfand Scrooge wohl. Auch war die Tatsache so grauenerregend, dass das Gespenst seine eigene höllische Atmosphäre hatte. Scrooge fühlte sie zwar nicht selbst, aber doch musste es der Fall sein. Obwohl nämlich das Gespenst ganz reglos dasaß, bewegten sich seine Haare, seine Rockschöße und seine Stiefelquasten wie von der erhitzten Luft eines Ofens. »Ihr seht diesen Zahnstocher?« sagte Scrooge und nahm aus dem eben angeführten Grund seine Attacke wieder auf, von dem Wunsch beseelt, wenn auch nur für einen Augenblick, den starren, eisigen Blick des Gespenstes von sich abzuwenden. »Ja.« »Ihr seht ihn ja nicht an.« »Aber ich sehe ihn trotzdem.« »Gut. Ich brauche ihn nur hinunterzuschlucken.« Und mein ganzes übriges Leben hindurch verfolgen mich eine Legion Kobolde, die ich selbst erzeugt habe. Dummes Zeug, sage ich. Dummes Zeug! Bei diesen Worten stieß das Gespenst einen grässlichen Schrei aus und ließ seine Kette so grauenhaft und fürchterlich klirren, dass Scrooge sich an seinem Stuhl festklammern musste, um nicht in Ohnmacht zu sinken. Aber wie viel größer ward sein Entsetzen, als das Gespenst die Binde vom Kopf nahm, als wäre es ihm zu warm im Zimmer und die Unterkinnlader auf die Brust herabsing. Scrooge fiel auf die Knie nieder und schlug die Hände vors Gesicht. Gnade! Schreckliche Erscheinung! Warum quälst du mich? Mensch mit dem weltlich gesinnten Seele! Glaubst du an mich oder nicht? Ich glaube! Ich muss es. Aber warum wandeln Geister auf Erden? Und warum kommen sie zu mir? Von jedem Menschen wird gefordert, dass der Geist in ihm unter seine Mitmenschen wandle und ferne weite Reisen mache. Wenn nun dieser Geist nicht bei Lebzeiten hinausgeht, so ist er verdammt, durch die Welt zu wandern. Ach, weh mir! Und dann zu sehen, was er nicht mehr mitgenießen kann, was er aber auf Erden hätte mitgenießen und zum Guten hätte ausnutzen können. Wieder stieß das Gespenst einen Schrei aus, rüttelte an seinen Ketten und rang die schattenhaften Hände. Du bist gefesselt. Sage mir, weshalb? Ich trage die Ketten, die ich im Leben geschmiedet habe. Ich schmiedete sie Glied für Glied und Elle für Elle. Mit meinem eigenen freien Willen gürtete ich sie um und nach meinem eigenen freien Willen muss ich sie nun tragen. Ihre Glieder kommen dir seltsam vor. Scrooge zitterte immer heftiger. Oder willst du die Schwere und Länge der Ketten wissen, die du selber trägst? Sie war gerade so lang und so schwer wie diese hier vor 7 Weihnachten. Seitdem hast du an ihr weitergearbeitet. Es ist eine schwere Kette. Scrooge schaute auf den Boden herab in der Erwartung, sich von 50 oder 60 Klaftern Eisenketten umschlungen zu sehen, aber er gewahrte nichts. Jacob! Jacob Marley! Erzähle mir mehr! Sage mir einen Trost, Jacob! Ich habe keinen zu geben. Er kommt aus anderen Sphären, Ebenezer Scrooge, und wird von anderen Boten zu anderen Menschen gebracht. Auch darf ich dir nicht sagen, was ich dir sagen möchte. Nur ein weniger mehr als das bisherige ist mir zu sagen erlaubt. Ich kann nicht rasten. Ich kann nicht ruhen. Ich kann nur etwas versichern.
Mein Geist ging nie über unser Konto hinaus. Merk auf, im Leben blieb mein Geist immer in den engen Grenzen unserer Wucherhöhle und weite Reisen liegen noch vor mir. Es war eine Gewohnheit von Scrooge, wenn er nachdenklich wurde, die Hand in die Hosentasche zu stecken. Nachsinnend über das, was der Geist sagte, tat er es auch jetzt, aber ohne seine Augen zu erheben oder vom Stuhl aufzustehen. Du musst dir aber viel Zeit genommen haben, Jacob. Bemerkte er in der Art eines Geschäftsmannes, wenn auch mit vieler Demut und Ehrerbietung. Viel Zeit! 7 Jahre tot. Und die ganze Zeit über gewandert. Die ganze Zeit. Kein Bleiben, kein Frieden. Nur unaufhörlich die Qual der Reue. Du reisest schnell. Auf den Fittichen des Windes. Da musst du doch eine große Strecke in den 7 Jahren absolviert haben. Als der Geist das vernahm, stieß er wieder einen Schrei aus und klirrte so grauenvoll mit seiner Kette in dem Todesschweigen der Nacht, dass ihn der Nachtwächter mit vollem Recht wegen Ruhestörung hätte anzeigen können. Oh, gefangelt und gefesselt, in doppeltes Eisen gelegt! Nicht zu wissen, das Zeitalter von unaufhörlicher Mühe sterblicher Geschöpfe vergehen, ehe das Gute, dessen die Erde fähig ist, sich entfalten kann. Nicht zu wissen, dass ein christlicher Geist, und wenn er auch in einem noch so kleinen Kreis der Liebe wirkt, in diesem Erdenleben sich selbst belohnende Arbeit genug finden kann. Aber ich ahnte es nicht. Ach, ahnte es nicht. Aber du warst doch immer ein guter Geschäftsmann, Jacob. Geschäft. Der Mensch war mein Geschäft. Die allgemeine Wohlfahrt war mein Geschäft. Barmherzigkeit, Versöhnlichkeit und Liebe wären alles mein Geschäft gewesen. Der Fleiß in meinem Gewerbe aber war nur ein Tropfen Wasser in dem weiten Ozean meines wahren Geschäfts. Er hielt seine Kette weit von sich weg, als ob dies die Ursache seines hoffnungslosen Schmerzes gewesen wäre, und warf sie wieder dröhnend nieder. In dieser Zeit des endenden Jahres leide ich am meisten. Warum ging ich mit zur Erde gesenkten Augen durch das Gedränge meiner Mitmenschen und hob meine Blicke nie zu den gesegneten Sternen empor, der die Weisen zur Wohnung der Armut führte? Gab es nicht arme Heime genug, wohin mich sein Licht hätte führen können? Scrooge war außer sich, das Gespenst so reden zu hören, und begann heftig zu erzittern. Höre mich! Meine Zeit ist beinahe vorüber. Ich will hören. Aber verfahre glimpflich mit mir. Sei nicht zu hart, Jacob. Ich bitte dich. Wie es möglich ist, dass ich in einer die wahrnehmbaren Gestalt vor dich treten kann, weiß ich nicht. So manchen Tag habe ich unsichtbar neben dir gesessen. Das war keine angenehme Vorstellung. Scrooge schauderte und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es ist kein leichter Teil meiner Buße. Heute Nacht komme ich zu dir, um dich zu warnen, weil für dich noch eine Aussicht und Hoffnung besteht, meinem Schicksal zu entgehen. Eine Aussicht und eine Hoffnung, die du mir zu verdanken hast. Du bist immer ein guter Freund gewesen. Ich danke dir. Du wirst besucht werden von 3 Geistern. Ist das die Möglichkeit und die Hoffnung, die du erwähnt hast, Jacob? Ja. Ich sollte meinen, das wäre aber gerade keine Hoffnung. Ohne ihr Kommen kannst du nicht hoffen, den Pfad zu vermeiden, den ich durchwandern muss. Erwarte den ersten am Morgen, wenn die Glocke 1 schlägt. Könnte ich sie nicht alle auf einmal über mich ergehen lassen? Erwarte den zweiten in der nächsten Nacht, um dieselbe Stunde.
den dritten in der folgenden Nacht, wenn der letzte Schlag 12 verklungen ist. Sieh mich an, denn du erblickst mich nicht wieder. Und sieh mich an, dass du dich um deiner Rettung willen an das erinnerst, was zwischen uns geschehen ist. Als er diese Worte gesprochen hatte, hob sich das Gespenst das Tuch vom Tisch und band es sich wieder um den Kopf. Scrooge bemerkte dies durch das Knirschen der Zähne, als die Kiefern zusammenklappten. Er wagte es, die Augen aufzuheben und sah seinen übernatürlichen Besuch vor sich stehen, die Augen noch starr auf ihn geheftet und die Kette um den Leib und den Arm gewunden. Die Erscheinung entfernte sich rückwärts schreitend und bei jedem Schritt öffnete sich das Fenster ein wenig, sodass es weit offen stand, als das Gespenst bei ihm ankam. Es winkte Scrooge näher zu kommen, was dieser befolgte. Als sie noch 2 Schritte voneinander entfernt waren, hob Marleys Geist die Hand empor und bedeutete ihm, dass er nicht näher komme. Scrooge stand still. Er tat dies minder aus Gehorsam als aus Überraschung und Furcht, denn als sich die gespenstische Hand erhob, hörte er wirre Klänge durch die Luft schwirren und zusammenhanglose Töne des Klagens und des Schmerzens unsagbar und reuig. Das Gespenst horchte innen eine Welt zu und stimmte darauf in das Klagelied ein. Dann schwebte es in die dunkle Nacht hinaus. Scrooge trat an das Fenster, von Neugierde bis zur Verzweiflung getrieben. Er blickte hinaus. Die Luft war mit Schemen angefüllt, die in ruheloser Hast klagend hin und wieder schwebten. Jeder trug eine Kette wie Marleys Geist. Einige waren zusammengeschmiedet, wahrscheinlich schuldige Minister, und keines war ganz ohne Fesseln. Viele waren Scrooge während ihres Lebens bekannt gewesen. Ganz genau hatte er ein altes Gespenst in einer weißen Weste gekannt, das einen ungeheuren eisernen Geldkasten hinter sich herschleppte und jämmerlich schrie, weil er einen armen, alten Weibe mit einem Kinde nicht helfen konnte, das unten auf einer Türschwelle kauerte. Man sah es deutlich. Ihre Pein bestand darin, sich umsonst danach zu sehen, menschliche Not zu lindern und die Macht dazu, für immer verloren zu haben. Ob diese Geschöpfe in dem Nebel zergingen oder ob der Nebel sie verhüllte, konnte Scrooge nicht sagen. Aber sie und ihre Geisterstimmen vergingen zur gleichen Zeit und die Nacht wurde wieder so, wie sie war, als er nach Hause ging. Scrooge schloss das Fenster und prüfte die Tür, durch die das Gespenst hereingekommen war. Sie war noch verschlossen und verriegelt wie vorher. Er versuchte zu sagen Unsinn, stockte aber bei der ersten Silbe. Da er von der Erregung oder von der Anstrengung des Tages oder von seiner Schau in die unsichtbare Welt oder der bedrückenden Unterhaltung mit dem Gespenst oder der späten Stunde sehr erschöpft war, ging er sogleich zu Bett, ohne sich auszuziehen, und sank bald in Schlaf. Eyeballs will pop with pressure, so terrifying.